Guten Morgen, Boris. Guten Morgen. Wo bist du? In Nüdlingen. Das heißt tatsächlich so. Ja. Das ist ein Stellplatz, also er ist gar nicht eingezeichnet, auch nicht in Park for Night. Ich mache den jetzt gleich mal rein später. Das ist am Sportplatz hier in Nüdlingen. Und hier haben wir uns hingestellt. Hier haben wir 5 Kilometer mit dem Fahrrad bis zur Allradmesse zu fahren. Haben wir schön Ruhe, bis auf hier der Herbert, der mäht ein bisschen Rasen fürs Fußballspiel am Sonntag. Ja. Ja. Aber hier stehen wir sonst ganz gut, gell? Ja. Ja. Ich mach mal die Fahrräder. Mach mal. Heute haben wir Freitag. Wir haben Freitag und Samstag, 2 Tage haben wir Karten für die Messe. Und am Samstag haben wir einen Vortrag. Da sind wir schon sehr gespannt. Das ist ein Pärchen, die sind unter 30 losgezogen, wollten ein Jahr mit einem Oldtimerchen ein bisschen rumtingeln, wurden aber 6 Jahre. Wow. Geschichten hören wir ja gerne. Ja, ja. Mach du mal weiter, wir sehen uns später. Also hier in Nüdlingen macht man die Holzstapel ein bisschen höher. Also echt beeindruckend, gell? Ja, Wahnsinn. Da unten sind die klaren Fahrräder. So, jetzt sind wir drin und man ist das gar nicht mehr gewohnt mit so vielen Menschen. Hier ist nämlich ganz schön was los. Aber es sieht schon sehr vielversprechend aus. Und wie findest du das, Tina? Genial. Könnten wir direkt so mitnehmen, gell? Ja, sollen wir uns den Schlüssel geben? Ja. Das perfekte gefunden. Ja. Kannst du eine Anhängerkupplungsverlängerung, 1500 Euro. Kann die Kabine ruhig rüberragen, kannst immer noch schön der Anhänger dranhängen. Das sind wir in der 260S, gell? Ja. Das ist ein bisschen klein. Aber du kannst hier noch eins bauen, ne? Ja. Der Rest ist eigentlich ganz gut, gell? Ja. Gas, dass man immer noch Gasmobile baut, gell? Oh, wir glauben, dass man hier das Bett noch verlängern kann, dass es dann bis hier ungefähr geht. Das wäre natürlich der Hammer. Das auch, wenn jetzt einer sagt, der will schon schlafen gehen, könnte der andere halt hier unten noch sitzen. Stimmt. Der Platz wäre auch noch da. Stimmt. Perfekt. Hast du das aufgenommen? So, auch noch eine Tischer 260 SD. Und man sieht gleich, anderer Grundriss. Mit einer Stufe und auch einem großen Bett. Kühlschrank meine ich ein bisschen kleiner oder vielleicht auch gleich groß? Dusche ist größer. Dusche ist größer? Ja. Ja, Dusche ist größer. Eigentlich bin ich ja kein Freund von so riesen LKWs, passen ja nirgends hin. Aber dass du das Quad hier reinwinschen kannst, das ist schon nicht schlecht. Könnte sogar für die CF1000. Panoramaluke, das ist schon schön. Das ist cool. Ja, das ist. Das hier. Für den ambitionierten Selbstausbauer, Achtung Echo, eine gute Leerkabine. So, hier sind wir bei der Dachzeltfraktion. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Und ich habe immer gedacht, Porsche und Offroad geht nicht. Also nicht mit so einem. Hier haben wir das Modell martialisch, aber sieht schon geil aus. Ja. Für einen vielleicht nicht schlecht. Kann man, hast du ausprobiert? Ja, guck doch. Guck rein. Das Bett. Ja. Kannst du da drauf liegen? Oder hier kannst du gut stehen, hier kannst du gut kochen. Das fürs Bett. Bett runter. Für einen, also lang genug ist es, breit genug vielleicht, nicht für zwei. Dusche haben wir dann außen, aber trotzdem alles da, was du brauchst. Ja, Expedition Vans, jetzt sind wir bei den richtig geilen Sachen angelangt. Zu verkaufen, ich glaube innen drin noch leer, aber ein Mantra mit 8-Leitner-Umbau, Geländegänge geht nicht.
sieht der Achleitner von unten aus. Ein ganz geiles Teil. Schöner T3 Synchro. Wird gerade die Lounge aufgebaut. Die Hängematte. Muss aber schon zielen. Nicht, dass es vorne vorbeigeht oder hinten aneckt, gell? Aber es könnte schon gehen, gell? Vielleicht gibt es auch in XL. Steh mal auf, ich will mal die Toilette filmen. Als Mann weiß ich jetzt nicht, von der Tiefe. Der Heimer MLT 580. Aber kurz, wenn wir nicht. Vielleicht wie uns. Das ist kurz, oder? Das ist kurz. Ja, unser Kurs ist hier. Nee, da kann man nicht, glaube ich, mit. Sehr potenter Transporter von Delta. Ja. Ey, was ein Biest, oder? Wichtig bei Sandflächen ist ja die Farbe. Für Mädels. Rosa. Hier, Wohnmobile United aus Bad Homburg, Carrado-Händler. Habe ich zweimal angeschrieben wegen dem Grillrost für meinen Gasgrill. Haben zweimal überhaupt nicht geantwortet und sich überhaupt nicht gerührt. Von mir mal keine Empfehlung. Oh Mann, Herr. Hä? Geil, geiler am geilsten. Und hier haben wir so einen ganz schmalen Reifen. Fährt sich im Sand bestimmt gut. Lauter heiße, geile Kisten hier. Schon passend für mich beklebt, wie nett von euch. Genau, ja. Danke. Das Auto noch gekauft, wenn er passt. Gefällt mir auch. So, hier sind wir bei schönem Bimobil angelangt. Traum, den jeder gern haben möchte. Und so schön können 317.000 Euro aussehen. Ja, mich auch. Wenn die Waschmaschine mit an Bord ist, ist das noch Camping? Ich glaube, hier wird auch das Quad noch reingehen. Es ist ein bisschen länger, der Van, gell? Aber es müsste noch passen. Schön mit Ketten, das Teil. Das mit dem Befestigungssystem hier ist ja eigentlich wieder das Nonplusultra. Das ist wieder die Minibox. Cargo Clips. Hier sind wir bei Welke am Stand. Auch wunderschöne Mobile und direkt zu verkaufen. Hier gibt es Hammer Lederhosen. Umar Leathers only. Qualität hat halt auch ihren Preis. Also, Klebeband, das nicht klebt. Medizinisches Silikon fasst ja unheimlich gerne an. Achtung, cool. Und? Sobald sie selber berührt, ja, ist wieder vollständiges Silikon. Siehst du? Aha, okay. Heißt also, ich baue eine Schelle aus Silikon. Der Schelle ist jetzt egal. Ob es auf dem Kühlerschlauch ist, auf dem Turboschlauch ist, auf der Benzinleitung ist, auf der Dieselleitung ist oder sonst. Ganz egal. Benzin- und ölresistent, weil du es ja gerade gesagt hast. Jede Lage isoliert 12.000 Volt und macht sie wasserdicht. Das sind Werte. Jede Lage. Das ist aus dem Außenbereich, Weihnachtsbeleuchtung oder was alles so gerne gemacht wird draußen, kriegst du wasserdicht und isoliert. 8 Lagen ums Vierfache gedehnt. Hast du 12 Bar Druckfestigkeit. Deswegen ein Bar ist nichts. 12 Bar Druckfestigkeit bis 260 Grad.
Das ist, denke ich, alle Öle, Kraftstoffe, Säuren und Lösungsstoffe. Und den nur aus einem Grund. Der Schelle schraubst du zu, hier ist keine Schraube dran. Also kann ich den Druck nur über die 3- bis 4-fache Dehnung rausholen. Dafür brauche ich nie sauber, trocken oder fettfrei. Ne? So, fertig, lustig. Aus, fertig. Perfekt. Und darum hat die das eigentlich schon noch der Handel. Sometimes you cut you, that's inclusive, so 1, 2, 3. And you can start. 30 seconds. Auch Allrad? Als fettes Cabrio. Ja. Von 4Wheel 24. Hallo. Ja, wenn Fragen sind, das ist ja fein. Das ist ja toll. Ja, bis jetzt kennen wir euch ja nur im Internet. Okay. Und auch für außen Top-Detaillösung. Geil ist halt tatsächlich diese unebene Außenhaut, als wäre es eine uralte Almhütte. Also, so, neuer Rekord im Grill zusammenbauen. Ja, starte. Dann setze ich das zweite Seitenteil da rein. Dann kommt das Bodenblech. Am besten, ich stelle mir den so zu mir. Dann kann ich es am besten kontrollieren, dass auch alles zusammenpasst. So steckt er. Dann will ich mit dem Gas grillen, kommt das Gasrohr rein, Abstrahlblech und dann kommt das letzte Kopfteil und dann ziehe ich das bewusst hoch, lasse diese zwei Nasen da durchkommen und dann rutscht das einfach so hier rein und dann macht es Klick und dann brauche ich eigentlich nur noch den Rost hier reinlegen und mit dieser Nase macht einmal so Klick, ist er fest und nehme ihn hoch. Und ist komplett fest. Also bis zum Zusammenbau waren das 50 Sekunden. Mit dem Einschrauben schaffst du es auf jeden Fall unter eine Minute. Cool. Wiegt 3,0 Kilo. 3,0 Kilo. Genau. Geil. Und kostet? Ist 100% Edelstahl. Kostet 159 Euro. Geht in die Spülmaschine. Du kannst hier drunter fassen. Es wird nicht heiß, weil das Gas ja nach oben strömt. Und du bist das innerhalb von eine Viertelstunde, 20 Minuten ist er wieder abgekühlt. Mhm. Und was ganz schön ist, diese Tasche ist ja dabei. Ich kann die auch als Unterlage nutzen. Wenn ich zum Beispiel auf einem Tisch oder ich bin bei Freunden und dann ist so, lieber nicht, wenn das Fett läuft schon hier runter. Das muss man schon sagen. Das kann aber in die Natur, soll auch in die Natur. Aber wenn es halt irgendwie ein Untergrund ist, der halt ja, nicht dreckig werden sollte, nutze ich diese LKW-Plane. Mach es einfach auf. Da ist der Grill drin und packt ihr mir einfach da drauf. Dann, ah, die kannst du komplett öffnen. Da drauf, genau. Und diese Plane kann ich auch in die Spülmaschine tun. Mhm. Ja. Zimmer, Küche, Bad. Ein Hammer. Carbon-Monocoque. Die ganze Kabine wiegt 150 Kilo. Und eine Größe, absoluter Hammer. Kann passieren, wenn man die Luke auflässt. Geht der Waschbär rein. Hier sind wir im Herzen der VW-Community.
alle möglichen geilen VW-Ausbauten, die meisten ein Bus. Dino, wie findest du den? Top. Hat auf jeden Fall einen Durchgang und auch jede Menge Platz. Sehr, sehr, sehr geiles Teil. Oh, der Tisch ist ja immer hier drin. Also, hier kann man den Tisch anhängen, aber nicht nur den Tisch, immer hier, dann. Cool. Das ist echt perfekt. Knaller. Alles ist ja nicht hier viel. Tina? Ja. Wie findest du es bis jetzt auf der Messe? Ah ja. Ja, also, schön. Nicht weil es langweilig ist, sondern weil es einfach wahnsinnig viel zu sehen hier ist. Gell? Jetzt sind wir gerade bei Wölke, die haben auch so einen geilen Grundriss. Und da vorne die Dusche, Eingangsbereich, dann Wohnen und hier aber Schlafen mit dem geilen Panoramafenster hinten raus. Nice. Hammer. Look. Wie fühlt man sich wie ein König? Merkwürdig. Merkwürdig. Ja. Bau doch mal bitte die Küche auf. Ihr habt hier einmal die Mokuro, die ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Wenn du die hier öffnest, hast du den Primus Topikelkocher drin. Der hat 2x3 kW. Ui. Also sprich, damit geht halt auch schon was. Ne? Also wenn du so dein Nudelwasser heiß machst und nicht eine Dreiviertelstunde warten musst, bis kocht, ist total super. Wenn du hier hinten ist einmal das Messerset, das nimmst du am geschicktesten raus, bevor du kochst, weil wenn der an ist, kommt man da nicht mehr gut dran. Das kann man hier vorne dranhängen. Da sind Zwillingmesser drin, 2 Stück, mit Magneten hier fest, damit nichts rappelt. Darunter ist noch Platz für die eigenen Sachen. Wir haben jetzt noch das Salatbesteck und ein Feuerzeug mit drin, total wichtig. Ist ja ein Gasgrill, hier hinten ist die Gasflasche für Menschen, die irgendwie länger irgendwo stehen oder die großen Gasflaschen dabei haben, haben wir hier einmal den anderen Adapter. Dafür brauchst du dann natürlich eben noch die Verlängerung. Die kann man unter der Gasflasche hier, ist einmal eine Durchführung, kann man da durchführen, um da dann dementsprechend dran zu kommen. Das kleine Teil hier, auch total wichtig, wenn es nämlich windet. Wenn ich dahinter stehe, ist immer Quatsch. Klemmst du das hier rein, sodass der Deckel nicht mehr zugehen kann. Mhm. Auf der ersten Reise hatten wir das noch nicht und haben bemerkt, eine ganz kleine das ist auch, genau. Dann kannst du hier die Schublade rausziehen und hast hier quasi alles an Geschirr und Besteck drin. Hier ist WMF-Besteck. Hier ist noch ein Kellnermesser, weil es gibt ja immer noch Weinflaschen, die keinen Drehverschluss haben und es wäre wirklich blöd, man hat die und kommt nicht dran. Die Edelstahlplatte, dann kannst du die heißen Töpfe nochmal abstellen oder Wein abstellen, was auch immer mein Kaffee gerade hat. Dann kannst du es zur Seite schieben, kommst an das Topset dran von Cito Summit. Das sind einmal alle Töpfe, die du da hinten aufgebaut siehst. Das heißt, da ist ein großer 4-Liter-Topf bei, der 3-Liter-Topf. Ein Wasserkesselchen und eine Pfanne. Hier hast du hier alle drin. Und die sind dann so komprimiert zusammengepackt. Also aus dem Päckchen? Aus dem Päckchen. Wird all das? Wird all das. Wenn du hier so drauf guckst, kannst du es auch sehen, wie die so ineinander geschachtelt sind. Ne? Ja. Du hast dann hier die Pfanne und den Rest dazwischen. Das super Praktische an den Töpfen ist, dass du kein extra Sieb mehr brauchst, wenn du irgendwie Nudeln gekocht hast oder so, weil du packst es hier an und kannst es so ausgießen. Und das haben die alle. Also egal welche Größe, das habe ich schon sehr zu schätzen gelernt. Ja, voll.
Und alles für vier Personen, ne? Genau, und da sind hier vier Frühstücksbrettchen drin. Da sind Frühstücksbrettchen, wie süß. Ja, geil. Mit dem Loch unten drunter, damit du auch drankommst. Ne? Weil bei dem ersten Mal hatten wir auch und dachte, oh, jetzt musst du das Ding doch rausnehmen und umdrehen. Wie blöd. Okay. Hier sind die Tassen und vier Müsli-Schalen oder Suppenschüsseln, wie auch immer man das möchte. Genau, hier unten kommst du an die Teller ran. Und hier auf der anderen Seite hast du noch die vier Gläser drin. Das Schöne ist, du musst nichts rausnehmen, um irgendwo dran zu kommen. Ja. Weil häufig stehst du irgendwo und du hast keinen Platz, um was rauszunehmen, abzulegen, um irgendwo dran zu kommen. Du kannst alles hin und her schieben. Du kannst das rausnehmen, was du rausnehmen möchtest.